Alter, holy shit, war das insane. Alter! Jetzt gucken wir mal. Vielleicht ist das unser Game, ja. Einfach immer jedes Game unser Bestes geben. Es zählt nur unsere eigene Leistung. Die Resultate schieben wir erstmal weg. Okay, wir haben einen autofüllten Jungler. Das heißt, wir haben wahrscheinlich einfach verloren, ne? So, wir haben wieder... Jetzt haben wir das Pike-OTP. Mal gucken, ob er jetzt sein Gegenüber mehrfach solo killt. Jetzt bin ich sehr gespannt, ja. Ich habe mir angeboten zu junglen, ne? Weil der ist halt ein AD-Carry-Man, wenn ich das richtig gesehen habe. Lass mal einmal gucken. Also, wir haben Autofill-Jungle. Gut, aber er hat hier ein Trundle-Jungle-Game gespielt in seiner History. Er spielt ab und an mal Jungle. Das ist allerdings sein erstes Jarvan-Game, das er spielt. Nice, nice, nice. So, Zeit für den Weiger-Abuse, meine Damen und Herren. Oh no, Pike Top-Lane. Ja, also, der hat gerade eben, hat der super hart gecarried, ne? Jetzt gucken wir mal. Vielleicht hat er für uns auch mal einen Carry auf der, ne? Also wir könnten gegen Caps Mitte spielen, das wäre sehr spicy. Okay, wir spielen gegen Vitality Troublemaker. Das heißt, das hier ist Selfmade Man. Man würde jetzt sagen, dass Selfmade Man wahrscheinlich, also, ne? Man würde jetzt erstmal denken, dass der nicht so gefährlich ist, aber tatsächlich ist der einer der krassesten Akali-Spieler EOS. Das ist echt heftig. So, Leute, let's go. Wir haben unsere Mitte bekommen. Bis jetzt haben wir heute 100% Winrate mit Mitte. In dem einen Game, in dem wir sie spielen durften. Lasst uns die 100% behalten, ja. Und wie viel LP bist du? 1197 bin ich gerade. Irgendwie Platz 13 von Europa. Weiger ist sehr gut gegen Akali. Also natürlich im Early jetzt nicht besonders, aber später dann sehr, sehr gut. Okay, Dorans Schildstart, ja. Come on. Wir brauchen die 100% Win-Ratio. Die gehen am White Knight auf der Top-Lane. Der wird für relativ Early Cheese Gangs schauen. Oh no, die fighten das. Ich weiß nicht, ob unser Team das gewinnt, ehrlich gesagt. Ich bleibe bis jetzt eine sehr, sehr saubere Lane hier, muss ich sagen. Sehr, 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 sehr sauber. Wir können ihn vielleicht killen, aber das ist so bad für uns. Den Hook hätte er nicht ganz so lang chargen sollen, habe ich das Gefühl. Das ist der Schaden, ne? Was Hail of Blade Proc bekommen und dann einfach komplett runtergekloppt. Nicht optimal. Also das ist tatsächlich sehr schlecht für uns alle. Weil wir haben Top-Lane, haben wir Wave verloren, wir haben Mitte Wave verloren und wir haben dann Kill-Trade. Also das ist wirklich sehr, sehr bad für uns. Unfaken hier, den Freezer aufsetzen, nicht unfaken, wir freezen wirklich. Damit er nicht basen kann, einfach so. Ja, sehr clean Lane hier. Schade, dass wir den noch nicht kriegen. Hätte ich die Wave gerade nicht durchlaufen lassen dürfen, das war bad von mir. Das resetten, das Chapter holen. Wow, wie viel hat er das überlebt? Was? Wieso hat er das überlebt? Ich hätte wahrscheinlich mir überlegen sollen, ob ich Bot forse. Weil das sieht sehr, sehr nutzlos aus, der Bot-Tippe. Very nice, Twitch-Chat, very nice. 3 für 0. Leider 2 Platten Mitte verloren, ne? Und halt sind jetzt super weit im Farm behind. Aber dafür haben wir 3 Kill-Participations gekriegt, which is nice. Sollte gut fürs Team sein. Und wir haben einen Faker-Call von unserem Support. Der geht runter wie Honig, geht der gerade. Wenn man wieder so ein Schwert hat, das geht gerade runter wie Honig, ey. Das kann ich gebrauchen. Call me Faker. Oh, das fühlt sich so gut an. Endlich. Oh, bitte. Never mind. Wow. Das war jetzt sehr bad. Jetzt wird mich keiner mehr Faker callen. Ich muss sagen, der Damage dafür, dass der so behind ist, der hier ist schon crazy, ne? Oh, das Level Up ist das frech. Das ist so frech, das Level Up. Yi kann hier 1v9 machen. Oh nein, der ist da dumm gekommen. Und so weit behind in dem 1v1, das ist echt sackschwer zu spielen jetzt für mich, ja, das Game. Das ist echt sackschwer zu spielen gerade. Das ist so ein bisschen Selfmates Problem. Er will halt immer ein bisschen viel vielleicht. Er will halt ein bisschen viel, ne? Das war eine schöne Combo, aber der hast jetzt seinen Flash und deine Ult gewastet. Und ich habe meinen Cage gestellt. Komm, ich dive in die Gegner. Wenn ich hier sterbe, dann kriegen die den Turret. Aber es ist so schwer zu überleben. Top-Lane Turret ist auch... Oh, nice, der Nebot. Das ist so wichtig für uns.
Ich hätte einfach Flash Q-Ult machen sollen auf die Akali, dann wäre sie tot gewesen. Das war my bad. Ich hätte einfach Flash Q-Ult machen sollen. Oder halt einfach, ich meine, im besten Fall fight ich, glaube ich, einfach gar nicht, ne? Aber sie kriegen. Das ist sehr, sehr wichtig. Nice Damage von dem Yi. Ja, das ist also das Problem. Das ist genau das Problem. Der Yi kann das Game hier legit noch carryen später. Also mit zwei Supportern hinter sich. Ein gefeedeter Yi, das wird noch richtig knapp, das Game. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ich hoffe, wir können es schaffen. Alter, holy shit, war das insane. Alter, das war so nasty, what the f***. Das war ja so nasty. Krass. Okay, that's kinda good. Ein Faker, ganz genau, ey. Wette wird doch noch gewonnen. Ey, ich fühle mich so gut heute. Mal schauen, ey. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ich würde es so gern schaffen. Oh, das war jetzt zum Beispiel wieder nicht so gut. Hat er den nicht gewontet? Wenn ich da den Cage noch richtig stelle, ich glaube, dann reicht es gerade so, weil sie sich da noch nicht so heilt. Sorge, Mann, da musst du auch mal ein bisschen besser spielen vielleicht, ne? Wenn du da auch siegreich hervorgehen möchtest. Ja, das ist natürlich ein Desaster jetzt. Das wiederum war jetzt nicht so smart. Okay, wir sollten, glaube ich, einfach Gruppen und Cages stellen jetzt gerade. Ich glaube, jetzt gerade sollten wir Fights gewinnen mit meinen Cages. Let's try. Ich weiß nicht, wie unser ganzes Team da gerade gestorben ist. Das wäre aber sehr interessant zu wissen. Das Skill sieht legit nicht gut aus. Ich weiß, das klingt blöd, weil wir echt weit vorne sind. Aber das ist nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt, das Game. Das ist überhaupt nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Die gehen um den gefeedeten Master Yi. Und wir haben... Alter, der 3-Mann-Cage. Aber das reicht trotzdem nicht, Seht ihr, wir verlieren jetzt schon Fights. Ja. Das ist echt heftig. Kannst du um die Wave nehmen? Ich brauche noch ein bisschen für Sonjas. Ich glaube, wenn ich nicht komplett 1v9 mache, ist das ein Lose hier wieder. Unser gesamtes Team ist sehr, sehr hart am Enden. Let's see if we can do the carry, my friends. Die können relativ schnell für Nash gehen dann auch. Ja, gleich spawned. Das könnte auch noch eine Gefahr sein. Good old 16 Minuten Nash. Naja gut, ich hab legit gesagt, wenn er dann gleich spawnt. Für mich bedeutet spawnen, dass der spawnt, ne? So, mäßig. Ich glaube, das war's schon, ne? Ich glaube, der ist zu stark, der Yi. Ich glaube, das war's schon, Leute. We tried our very best once more. Wir kriegen jetzt auch Bounties immerhin. Oh no. Aber warum? Warum ist er denn da reingeultet? Nein, nein, ich bin auf Schaden für. Genau, so much. Oh mein Gott. Hier könnte der Jace halt irgendwo sein. Das ist eines der krassesten Games, die ich je gespielt habe, das Jahr. Tatsächlich. Also, ich glaube, das ist eines der krassesten Games, die ich je gespielt habe. Dieses Game.
leider nicht winnable, so wie es aussieht. Ich meine, vielleicht kann ich es später noch carryen. Ich brauche noch Void. Ich brauche noch Void und nochmal gucken. Oh, das war sehr schön, wow. Dann, trotzdem nice, jetzt einfach raus. Das ist der dritte Drake für die. Vielleicht können wir unten für einen Fight schauen jetzt als Team. Von 4, really? Und wenn wir Void haben, kann ich vielleicht carryen, aber ich brauche wahrscheinlich noch irgendein. Ich meine, ich könnte vielleicht Fimbelwinter oder so gehen. Vielleicht ist das ein Item für mich. Mhm. Schade, Mann. Naja, GG well played, GG well played. Das war ein gutes von uns wieder. Das habe ich heute schon ein bisschen öfter gesagt, ne? Aber ja, sollte wieder nicht reichen, leider. Sollte wieder nicht reichen hier. Aber wir hatten wenigstens ein paar richtig awesome Moves mit dabei. Gerade der Double Kill auf Bosslane, der war so beautiful. Wen honoren wir denn? Karma vielleicht? Hm. Also diese Loses heute liegen 100% nicht an dir. Dankeschön. Ja, es ist, ich meine, das ist jetzt besonders krass gewesen, das Game, ne? Aber wir hatten heute viele sehr unverdiente Loses, muss ich sagen. Aber so ist es halt, ne? Der climbt da oben, der ist halt schwer, der soll schwer sein, ne? Wir können einfach nur wie jedes Game unser Bestes geben und hoffen, dass es halt irgendwann mal reicht, ne?